Hi Leute, hier ist wieder Crimey und ich habe dieses Mal ein kleines Unboxing. Nicht Darksiders oder so, sondern ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, was es ist, außer dass es von THQ ist und in einer großen, hübschen Rolle. Wie ich dazu komme, ist vielleicht durch ein paar Reviews von zum Beispiel Darksiders oder von Metro. Ja, ich denke mal dadurch. Ja, die Jungs haben mir geschrieben, die hätten eine kleine Überraschung für mich. Und ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Ich würde auf ein Poster schätzen, weil man Poster halt in so einen Rollen verschickt. Ich lasse mich überraschen. So, gucken wir mal hier. Da geht's auf. So. Haha, sieht man wahrscheinlich jetzt sowieso nichts von. So. Okay, das sieht schon mal nach einem Poster aus. Schön, vorsichtig. Blub. Ah, war es das? Ja. So, dann möchten wir mal gucken. So. Ah, dreh mich mal hier so ein bisschen. Und. Ja. Oh, da ist noch was Schweres drin. Ein schickes Poster von Metro Last Light von THQ. Natürlich. Finde ich persönlich echt klasse. Sieht cool aus. Vor allem ist da nicht noch irgendwelche Händlerwerbung mit drauf, was ich ganz besonders schick finde. Muss mal gucken, ob man das so sieht. Ah. So, was haben wir denn hier noch? Jawohl. Ein Darksiders 2 Tod lebt Poster. Ich hoffe, das sieht man. Erhältlich ab Sommer. Jetzt vorbestehen. Naja, gut. Aber schön mit der Maske drauf. Das sieht cool aus. Das kommt definitiv an die Wand. Vor allem, wo ich ja auch die Darksiders Collection habe. So, was war noch drin? Darksiders 2 Tod lebt. Das Buch des Todes. Ich hoffe, das sieht man. Danke THQ, ich hab's auf der Gamescom mitgenommen schon. Ne, das wussten die Jungs ja nicht. Da steht einfach nochmal eine Story drin, so ein paar Moves über Tod zum Beispiel. Ist echt ein klasse Buch und das gab's halt auf der Gamescom auch zum Mitnehmen direkt. Und ist trotzdem klasse, finde ich echt super. Hier sind ja noch so ein paar Sachen, Wandlauf, Pfostenschwung, also hier sind auch die Bewegungen erklärt, hier sind Todesbotenfähigkeiten und Nekromantenfähigkeiten. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Echt super. Und das finde ich auch geil. Das ist ja. Ach, ein Metro Last Light Shirt. Finde ich immer klasse. Shirts sind immer gut. Größe L, ja, könnte passen. Naja. Muss eh abnehmen. Super, das ist ja, als hinten steht auch noch kurz, enterthemetro.com. Also, das ist cool, das gefällt mir richtig. Das war eine schöne Überraschung. Danke an THQ an der Stelle nochmal. Ganz kurz, Darksiders 2 ist echt klasse, macht voll Spaß. Ich habe jetzt schon fast 20 Stunden mittlerweile gespielt und bin immer noch nicht durch, also echt cool. Von Metro habe ich ja 2033 die Buchreview gemacht, Metro 2034 habe ich auch schon da. Das heißt, das werde ich demnächst lesen, wahrscheinlich nach Darksiders 2. Da gibt es bestimmt auch wieder ein Review. Und ich denke, danach hätte ich dann auch mal mir die Spiele zu Gemüte führen. Und bis dahin ist bestimmt auch Last Light. Ich glaube, das kommt noch raus, ne? Ja. Das ist schon cool. Das gefällt mir wirklich, das finde ich klasse. Ja. Danke, Leute. So, das war das kurze und ganz unkomplizierte Unboxing sozusagen. Wieder sehr schnell. Ich bin begeistert immer noch. Ist echt cool. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.